kann einfach nicht mehr. Also alles macht mich müde. Ich habe so viel in meinem Leben schon versucht zu verbessern und trotzdem bin ich immer wieder am gleichen Punkt. Müde und lustlos. Das muss endlich aufhören. Ich habe wirklich das Gefühl, als würde ich gerade mit irgendeiner Droge aufhören. Im Moment fühlt sich das genauso an, als wäre das ein lebensveränderndes Experiment. Ich habe einen Monat lang nur positive Nachrichten konsumiert. Kein Krieg, keine Krisen, nur Hoffnung. Und das war verdammt schwierig. Unser Medienkonsum ist auf einem Allzeithoch. Und neben Film, Podcasts und Musik sind es vor allem und allgegenwärtig Nachrichten, die uns beeinflussen. Warum? Weil wir uns täglich mehrfach dafür entscheiden. Über TikTok, Twitter, Instagram oder klassische Nachrichtenquellen. In der Vergangenheit reisten Nachrichten langsam zu uns. Wenn irgendwo auf der Welt etwas passierte, dauerte es einen Moment, bis es unsere Wohnzimmer erreichte. Heute ist jede gute oder schlechte Nachricht in einer Sekunde in unserer Hosentasche. Die Schnelligkeit und Masse an schlechten Nachrichten, die uns täglich erreichen, überfordern unser Gehirn. Denn unser Gehirn reagiert viel stärker auf Negatives als Positives. Schlechte Nachrichten erzeugen mehr Aufmerksamkeit und bleiben uns länger im Gedächtnis. Sie begleiten uns viel länger und nachhaltiger. Das führt dazu, dass wir schnell das Gefühl bekommen, dass die Welt sehr viel schlechter ist, als sie eigentlich ist. Kriege, Krisen und Chaos fließen massenhaft in unser Bewusstsein und unser Gehirn ist damit dauerhaft im Alarmzustand. Immer Stress. Das kann zu Angstzuständen führen und erhöht unsere Aggressionsbereitschaft. Nachrichten, so wie wir sie konsumieren, machen uns krank, verzerren unsere Wahrnehmung der Realität und überfordern uns jeden Tag. Und auch ich selbst merke immer wieder, wie unruhig, besorgt und aggressiv ich innerlich bin, wenn ich mich wieder mit meinem Newsfeed beschäftigt habe. Und das passiert ja zwangsläufig, weil schlechte Nachrichten begegnen einem ja auf jeder Plattform. Forschende kritisieren schon länger, dass viel mehr über Schlechtes berichtet wird als Gutes. Es gibt ein deutliches Ungleichgewicht. Wenn Kriminalität und Terror in der Berichterstattung überrepräsentiert sind, beeinflusst das die politische Meinung, sagt der Medienpsychologe Professor Dr. Tobias Rothmund. Journalismus hat eine Verantwortung, aber schlechte Nachrichten klicken sich einfach besser. Auch Journalistinnen und Journalisten leiden darunter. Sie haben Zeit- und Leistungsdruck und das wirkt sich immer stärker auf die Themen und auch die Form aus, wie Nachrichten präsentiert werden. Oft steht das Verkaufen und Klickbarmachen mehr im Vordergrund als die Information an sich. Dann werden vor allem dramatische und alarmierende Schlagzeilen formuliert, deren Inhalt weitaus harmloser ist. Mancher Alarmismus ist allerdings auch nötig, aber in den meisten Fällen und der Masse nicht. Ich verlasse diese Nachrichtenwelt jetzt und fokussiere mich einen Monat lang auf gute Nachrichten und journalistische Angebote, die einen hoffnungsvollen und lösungsorientierten Blick auf die Welt bieten. Ich werde dort täglich bewusst meine Nachrichten lesen und über die nächsten 4 Wochen herausfinden, wie sich mein Wohlbefinden verändert. Und das checke ich über einen simplen Fragebogen. So sieht er zum Start des Experiments aus. Ich hoffe, das wird besser. Ich bin süchtig. Süchtig nach Drama, negativen Schlagzeilen und mache jetzt einen kalten Entzug. Schon nach wenigen Tagen fühle ich mich ausgeschlossen und allein. Ich habe angefangen, mir unbewusst andere Dramen zu suchen. Ich bin über so ein paar Social-Media-Dramen gestolpert, wo ich dachte, das hätte mich früher nie interessiert. Und dann war da auf einmal so ein Interesse da. Zum Glück habe ich das früh genug gemerkt. Aber es war schon krass, dass ich unterbewusst nach Negativität suche. Was ist hier los mit mir? Warum habe ich solche Probleme, mit guten Nachrichten klarzukommen? Es ist eine Gewohnheit. Mein Kopf ist Drama und die tägliche Dosis schlechter Nachrichten und Angst gewöhnt. Daher habe ich Probleme, mich nur noch mit guten Nachrichten zu beschäftigen. Ich muss meine Routine und meine Denkmuster komplett umlernen. Das kostet Kraft und Energie und unser Gehirn geht immer lieber den leichteren Weg. Vorher war mein Gehirn durch die schlechten Nachrichten gestresst und in einem Daueralarmzustand. Die meisten von euch werden das auch sein, vermutlich ohne es zu merken. Gestresste und hoffnungslose Menschen sind nicht voll handlungsfähig. Sie haben Angst und sind nicht in der Lage, gute und langfristige Entscheidungen zu treffen, sondern entscheiden mit einem kurzfristigen Blick auf das reine Überleben. Das wissen wir aus der Psychologie, sagt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Sie setzt sich für konstruktiven Journalismus ein, der nicht ständig Probleme und Dramen zeigt, sondern sich vor allem mit Lösungsansätzen beschäftigt. Dazu später mehr. Wenn ich gestresst und hoffnungslos bin, fühle ich mich schlechter und kümmere mich auch schlechter um mich. Dann ist alles viel zu schnell zu viel. Ich bin also nur beschränkt handlungsfähig, solange ich in negativen Denkmustern und Weltbildern festhänge. Aber wie schlecht ist die Welt wirklich? Die Welt ist schlecht, die Welt ist viel besser, die Welt kann besser werden. Alle 3 Aussagen sind richtig, sagt der Ökonom Dr. Max Rosa.
Zum Beispiel. Erstens. Die Welt ist schlecht. 4,3% aller Kinder sterben, bevor sie 15 Jahre alt sind. Das heißt, fast 6 Millionen Kinder sterben im Jahr. 16.000 am Tag und 11 pro Minute. Zweitens. Die Welt ist gut. Die Kindersterblichkeit ist so niedrig wie noch nie. Früher starben fast 50% aller Kinder. Die Sterblichkeit hat also rapide abgenommen. Drittens. Die Welt kann noch besser werden. Unsere Welt ist voller Dinge, die nicht gut sind, aber die Daten zeigen, dass immer alles besser wird. Alle paar Jahre gibt es dazu spannende Studien und Artikel mit konkreten Zahlen. Es gibt also Fortschritt und Entwicklung und weniger Leid insgesamt. Nur noch gute Nachrichten lesen ist vor allem eins: super langweilig. Mein Gehirn ist Dopaminkicks von der Flut der schlechten Nachrichten gewohnt. Vor allem, wenn ich etwas lese, wovor ich mich schützen kann. Das liebt unser Gehirn. Unser Gehirn liebt es, Warnungen zu lesen, und deshalb wiederholen wir auch dieses Verhalten ständig. Und nach einer Woche voller guter Nachrichten geht's mir richtig gut, würde ich jetzt gerne behaupten, ist leider aber nicht so gewesen. Ist zwar nur die erste Woche, aber der Fortschritt ist kaum spürbar. Ich glaube, das ist ein Experiment für die Tonne. Kann man nichts machen, ist halt manchmal so. Hört ihr, wie negativ ich klinge? Das ist hoffnungslos, unmotiviert und ungeduldig. Dabei stehe ich hier kurz vor einem Durchbruch. Denn so sieht mein Wohlbefinden nach Woche 2 aus. Wie ist das passiert? In der zweiten Woche kommt mitten am Tag der Wechsel. Der erste starke Effekt, und der hat's in sich. Ich bin komplett emotional. Auf einmal. Ich bin viel positiver drauf. Das ist, glaube ich, gerade so der stärkste Effekt, den ich wahrnehme. Ich fühle mich hoffnungsvoller mit Blick auf alles, auf mein Leben, dankbarer für das, was ich habe, und insgesamt glücklicher. Ich habe total Lust, Sachen zu verändern, Sachen anzupacken, auch neu zu ordnen. Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ein erster euphorischer Schritt Richtung Besserung. Wird's dabei bleiben oder stürze ich als nächstes brutal ab? Ich möchte euch ganz kurz zwei Bücher empfehlen. Good News von Florian Vitello. Dieses Buch hat mir sehr bei der Recherche geholfen und dieses Experiment stark inspiriert. Ein Buch, das die Probleme der Nachrichten auf den Punkt bringt und gleichzeitig viele Lösungsansätze bietet und Hoffnung macht. Am Ende jedes Kapitels werden die wichtigsten Informationen nochmal zusammengefasst, sodass man trotz der vielen Informationen immer alles im Blick behält. Und für noch einen besseren Blick auf die Welt kommt man an Hans Roslings Buch Factfulness nicht vorbei. Darin beschreibt der schwedische Gesundheitsforscher, wie wichtig es ist, die Fakten zu kennen und wie oft wir das mit unserem Blick auf die Welt nicht tun. Gefühlte Wahrheiten werden hier endlich mit Fakten ersetzt und zeigen, wie viel weiter wir als Menschheit schon sind. Beide Bücher gibt es zum Lesen und Hören auf BookBeat. Die Bücher sind toll eingesprochen und haben einen schönen Klang. Das freut mich besonders bei den vielen Hörspielen, die es auch auf BookBeat gibt. Ich nutze BookBeat vor allem, wenn ich nur eine Hand frei habe oder keine. Und am liebsten, wenn ich meine Augen ausruhe. Und ihr könnt das, wenn ihr wollt, jetzt mit dem Promocode Josef 2 Monate lang kostenlos testen und schauen, ob es euch auch so gut gefällt wie mir. Ist dieses Experiment nicht eine totale Realitätsverzerrung? Lebe ich nicht in irgendeiner parallelen Realität, wenn ich die ganzen schrecklichen Nachrichten ausblende? Nein, sagt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Es geht nicht ums Ausblenden, sondern um die Frage, was hilft mir wirklich, die Welt und die Herausforderungen unserer Zeit besser zu verstehen? Wir müssen über Lösungsansätze und Ziele sprechen. Die Chance, dass du die Welt schlechter einschätzt, als sie tatsächlich ist, und genau das dich hemmt, ist laut aktuellem Forschungsstand erschreckend hoch. Schlechte Nachrichten verändern uns. Und zu viele schlechte Nachrichten sorgen dafür, dass Menschen sich nicht mehr beteiligen. Wenn man das Gefühl hat, dass man eh nichts ändern kann, fängt man gar nicht erst an. Ich kenne das ziemlich gut. Was bekomme ich, wenn ich hier draufklicke? Vermutlich 3 Minuten Zeitverschwendung und eine gute Portion Angst. Der Inhalt des Artikels ist weniger ein Problem als die Schlagzeile. Der Artikel endet damit, dass er klar macht, dass man eine solche Explosion ohnehin nicht überleben kann, wenn man nicht bereits in Sicherheit ist. Aber bis wir da gelandet sind, ist der Gedanke an eine Nuklearkatastrophe bereits in unserem Hinterkopf verankert. Diese Schlagzeile ist nur ein Beispiel von vielen. Nachdem ich 3 Wochen keine schlechten Nachrichten mehr gelesen habe, gibt's allerdings ein Problem. Ich komme mir vor wie manipuliert. Ich war seit Jahren, glaube ich, nicht mehr so motiviert, grundlegend etwas in meinem Leben zu verändern. Und ich weiß nicht, inwiefern das mit diesem schlechten Nachrichten-Detox zu tun hat. Aber es ist jetzt gerade einfach da und ich möchte es machen. Ich möchte es aktiv angehen. Wo war jetzt das Problem? Ich will nicht mehr zurück zu den klassischen Nachrichten. Also nicht so wie vorher.
Ich will mich nicht mehr so müde, lustlos und ohnmächtig fühlen. Auch wenn das in der vierten Woche zwangsläufig nochmal ein Thema wird. Die positiven Nachrichtenplattformen machen mich hoffnungsvoller, motivierter und glücklicher. Auf Plattformen wie Perspective Daily wird auch über drängende und angstmachende Themen wie Klimawandel, Armut oder Krieg informiert. Aber verantwortungsbewusst und immer mit dem Blick auf mögliche Lösungen. Und auch auf Good News Magazine, Good News EU und vielen anderen Nachrichtenquellen wird nicht ausgeblendet, sondern mit positivem Journalismus berichtet. Und ich habe auch das Gefühl, dass auf vielen anderen Medienseiten man langsam anfängt, etwas zu verändern. Aber der Großteil ist immer noch sehr dramatisch. Ich werde vor negativen Nachrichten nicht dauerhaft fliehen können, denn das schränkt meinen Medienkonsum komplett ein. Auf Instagram, TikTok, Twitter, überall, auch auf YouTube schlagen die einem entgegen. Aber ich kann versuchen, mich so gut wie möglich einzuschränken und nicht jeder angstmachenden Schlagzeile zu folgen. Nicht alles anklicken, was einem Angst macht. Und vor allem mehr Kunst konsumieren, die schönen Dinge. Und auch YouTube ist voll davon. Hier mal 4 spontane Tipps. Inspiration für wunderschöne Bilder und wie man sie gestaltet. Ryan & G Films, Storytelling und Erwachsenwerden. Megan Tan, Deutschlands schönster neuer YouTube-Kanal. Elizabeth Phillips, Philosophie und Motivation. Und auf keinen Fall solltet ihr diese Kanäle in doppelter Geschwindigkeit schauen. Die machen Kunst. Ihr beraubt euch selbst einer Erfahrung. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Kunst macht mich glücklich, selbst wenn sie verstörend ist. Kunst verlangt nichts von mir. Sie motiviert mich dazu, mich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht offensichtlich sind. Anfang der vierten Woche schicke ich eine euphorische Sprachnachricht an meinen guten Freund Dominik. Ich esse besser, ich gehe wieder joggen und das alles passiert automatisch nebenbei. Also ich habe das nicht für dieses Experiment gemacht, das ist einfach passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel in mir ändert. Und am Ende der vierten Woche kommt dann das Leben ein bisschen dazwischen. Persönliche Dinge, die unglücklich machen, passieren. Und da können auch positive Nachrichten nicht helfen. Das gehört zum Leben dazu. Aber meine Sicht auf die Welt und Probleme hat sich grundlegend verändert. Ich bin insgesamt lösungsorientierter und im Vergleich zur ersten Woche auch deutlich zufriedener. Das war's. Mach YouTube zu. Schau dich um. Find was Besseres mit deiner Zeit und Aufmerksamkeit anzufangen. Bis nächstes Mal. Too much I feel.